Hallo und willkommen zu einer neuen Folge World of Empires. So, ich habe mich jetzt in der letzten, ich habe ja in der letzten Runde ja versprochen, dass ich ja mich nochmal schlau mache, wie unsere Leute auf die Schiffe transportieren. Und wir können das jetzt folgendermaßen nochmal versuchen. Immer bitte hier. So. Ich frage mich, es geht nochmal weiter. Jetzt! Ja, super! Ja, siehst du, ich wusste doch, das muss irgendwie klappen. Pass auf, wir fahren jetzt mit unserem Schiff erstmal hier hin. Ach, immer diese Spionage, immer diese Sabotagen hier, ja. Genau. Was ich jetzt nochmal sagen wollte, im Stream gestern habe ich ja gesagt, dass ja, so gesehen, heute Doppelfolgen rauskommen. Deshalb werde ich bei World of Empires ein bisschen vorproduzieren, weil, ja, damit ich dann auch Zeit auch für die anderen Projekte habe. Okay, dann gucken wir mal Berlin. Schloss. Was bringt uns das Schloss? Okay. Die T-Akademie bringt uns so gesehen eigentlich auch nichts. Aber medizinisches Labor. Das könnten wir machen. Thank you.
So, dann haben wir den jetzt hier fertig. So, das kann hier wieder zurückkommen. Ja, damit haben wir ja jetzt kurz einen Prozess gemacht. Okay. Ja, dann haben wir ja jetzt die Dingens. Dann habe ich jetzt auch die Insel für uns jetzt. Dann können wir jetzt mit aller. Oh. Erst einmal. Okay, Industrialisierung ist gestohlen. Oh, ich verliere langsam echt den Überblick, ob wir das schon haben oder ob wir es nicht haben. Observatorium. Warum nicht auch was in Forschung investieren? Berlin spackt schon wieder. Zwei, dann gucken wir erstmal. Genau, dann fahren wir mit der Fregatte jetzt erstmal dahin. Ah, ich finde das schön. Ich finde das schön, dass wir es das jetzt noch hingekriegt haben, die Leute aufs Schiff zu kriegen und jetzt hier weiterzufahren. Ja, ich muss jetzt gerade eben über die nächsten Schritte nachdenken. Nochmal habe ich jetzt gerade so wenig geredet. Es ist jetzt so, wir werden jetzt die Insel, mal gucken, vielleicht werde ich noch einen Siedler hinterherwerfen. Ich muss halt gucken, wie groß. Das hier wird, sonst muss ich da zwei nochmal hinschicken.
Aber eigentlich sollte das so laufen, dass wir das eigentlich nicht brauchen. Aber zur Sicherheit können wir das dann ja nochmal machen. Also dann besetzen da nochmal zwei hin. Und dann, wenn ich mal so gucke auf die Karte, auf die Map. Machen wir ein bisschen größer, dass wir dann weiter Richtung Süden gehen. Und uns dann da auch nochmal ausbreiten. Ne, wir sind da ziemlich, ich würde sagen, wir sind da schon ziemlich westlich mit unserem Land hin und da können wir auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir da, dass wir uns dahingehend auch nochmal ausbreiten. Ja, wenn man sieht hier, unsere lieben Freunde hier, wir gehen auf die Map. Jetzt, was sind wir uns draußen denn? Ja, der Anton ist mit uns im Krieg. Was? Was ist denn da los? Oder droht uns der Krieg, weil wir... Weil wir vieles von denen auch halt ausgeschlagen haben, ne? Dann gehen wir jetzt mal weiter und dann. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt uns auf jeden Fall ein bisschen weiter ausbreiten, aber das mit dem Krieg. Das beunruhigt mich ein bisschen. Ach so, ja, Mist, das ist, wurden in Berlin gefangen. Oh Mann, ich muss mal mit denen, glaube ich, mal in Kontakt treten.
Immer die ganzen Spionage, aber da kam keine Kriegserklärung. Das wundert mich das ein bisschen, aber okay. Ja, warum machen wir dann noch mal ein bisschen was in Reichtum? Weil ich denke mal, sobald wir anfangen. So. Reichtum Wende. Medizinisches Labor. So, ja, ich habe jetzt ein bisschen, ja, ich war in dieser Folge auch ein bisschen stiller. Ich gucke jetzt gerade mal auf den Tacho, ja, dann wird es ein bisschen länger gezogen, aber ne, dann werde ich jetzt mal einen Schnitt in dieser Folge machen. Wir haben es jetzt auf jeden Fall geschafft. Lass mal kurz gucken, Elektronik, komm, ja. Wir haben es jetzt auf jeden Fall geschafft, hier weiterzukommen. Wir haben die Leute aufs Schiff bekommen, wir haben die Barbaren besiegt, wir werden die Insel jetzt besiegen, wir werden mal gucken jetzt, wie sich das da mit dieser Insel hält, ansonsten setzen wir da nochmal zwei Siedler hin und dann werden wir mal gucken, wie wir weiter verfahren. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu einer neuen Folge World of Empires.